Willkommen auf dem Promi-Kanal. Bitte drücken Sie den Like-Button und abonnieren Sie den Kanal, um die neuesten Informationen zu erhalten. Ein Abend voller Emotionen. Gestern bei Florian Silbereisens großer Jubiläumsshow. Viele Stars waren dabei, natürlich auch Sie, Helene Fischer, auf die sich sehr viele gefreut haben. Und wir waren während der Sendung dabei und haben Überraschungen, Liebesbekenntnisse, viel Musik und am Ende auch eine kalte Dusche von ganz oben erlebt. Schauen Sie mal. Helene Fischer und Florian Silbereisen geben Vollgas auf der Bühne. Bei der 100. Samstagabendshow des Entertainers machen die beiden richtig Party und sich dabei auch noch nass. Beim anschließenden Interview erscheint der Jubilar wie einst Udo Jürgens deswegen im Bademantel. Was für eine nasse Angelegenheit, aber schön war es, hat richtig Spaß gemacht. Die 100., da darf das auch mal passieren. Wie immer plauderte das Ex-Paar anschließend auf der Bühne ganz offen über Privates. Ich möchte nur sagen, ich freue mich schon auf den nächsten Kaffee bei euch. Ja. Das wird immer schön. Du bist immer eingeladen, das danke. Weißt du. Das werden immer schöne Nachmittage oder auch ein bisschen länger. Ich habe mich über alle gefreut, weil es einfach so schön ist, wenn man auch mit vielen Kolleginnen und Kollegen so viele tolle Erlebnisse erleben durfte in diesen 100 Shows. Da gibt es so viele schöne und emotionale, auch lustige Momente. Da ist man einfach nur dankbar. Und dass Helene natürlich heute das Jubiläum mit uns mitgefeiert hat, ist eine besondere Freude, ganz klar. Aber es gab natürlich auch andere Gäste in der Show, die Backstage auf ihren Auftritt warteten. Wie zum Beispiel Stefan Ross und Anna-Karina Wojcik. Das Paar sorgte in den vergangenen Wochen für Schlagzeilen, weil es angeblich in seiner Ehe kriselt. Die beiden präsentieren sich aber in trauter Zweisamkeit. Einfach den Leuten zu zeigen, man ist stark zu zweit und für uns ein großes Willkommen heute gewesen, dass wir die Einladung bekommen haben. Es ist halt trotz alledem immer noch so, hinter jeder Schlagzeile stecken Seelen. Und es ist einfach normal und deshalb, man ist gemeinsam stark und ja, lässt es sich dann gut gehen und schmecken. Ganz allein und nur mit seiner Gitarre vertreibt sich Andreas Gabalier im Treppenhaus die Zeit bis zu seinem Auftritt. Während andere Stars in ihrer Garderobe sitzen, macht der Volksrock'n'Roller einfach Musik. Ja, das ist so ein kleines Hobby von mir. Ich habe immer gern musiziert und habe mir vor einigen Jahren gedacht, ihr könnt das Hobby ein bisschen mehr ausleben und das mache ich halt jetzt so hier in der einen oder anderen Pausenhalle. Und ab und zu darf ich dann auch raus und darf ein Lied singen. Das ist voll schön. Ganz ohne Ironie, dafür umso emotionaler wurde es bei der Überraschung des Abends. Nena sang Wunder und Florian Silbereisen, der bis dahin nichts von ihrem Auftritt wusste, kamen bei diesem Lied die Tränen. Wir haben uns erst vor ein paar Wochen kennengelernt, oder ein paar Monate jetzt mittlerweile, aber da ist irgendwie eine Verbindung, die ist sehr besonders und ich schätze sie sehr und dass sie das heute gemacht hat, auch noch mit so einem wunderschönen Song, das hat mich sehr berührt und hat mich sehr gefreut. Ein aufregender und am Ende feuchtfröhlicher Abend für Florian Silbereisen. Na dann.